Okay, zweites Video. Social Media hat gesprochen, 100.000 Likes auf dem letzten Video. Das ist jetzt kein Game of Thrones Video mehr, das ist ein Westworld Video. Game of Thrones, so kacke, Westworld, so großartig. Nein. Es hat aber tatsächlich eine Connection. Also das Finale von Game of Thrones lief ja jetzt. Und ich persönlich war schon, also sehr zufrieden eigentlich. Ich fand es ein sehr schönes Finale. Es hat sich also ganz gut angefühlt, hat sich, finde ich, passend angefühlt. Also klar, im Großen und Ganzen wäre da sicher noch mehr rauszuholen gewesen. Vielleicht, aber ich werde mich da jetzt nicht beschweren. Ich finde das im Großen und Ganzen eigentlich ein sehr passendes Finale. Ich habe dann auch nochmal wirklich zurückgedacht an so Game of Thrones, wie cool ich das fand und bin so, ja, doch, also im Grunde, also ich bin zufrieden. Ich habe aber dann noch, ja, jetzt noch das Sky-Ticket für ein paar Tage gehabt und habe mir dann gedacht, hey, da ist Westworld. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, hey, die zweite Staffel Westworld hast du noch nicht geguckt. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Hab mir dann nochmal die letzten zwei Staffeln aus der ersten Folge angeguckt. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay, ich verstehe die Leute, die sich über Game of Thrones beschweren. Weil Game of Thrones war auch mal so gut. Also Westworld finde ich ja absolut großartig. Und weil das so, das ist so, also wie so ein Puzzle zusammengesetzt und unglaublich clever und unglaublich cool und ja, also unglaublich ergreifend teilweise dann auch. Und ja, und Game of Thrones jetzt, also da, insofern verstehe ich die Leute, die genervt sind. Das hat jetzt nicht mehr auf demselben Level, finde ich, mich auch nicht gegriffen. Aber das hat es auch wirklich schon seit 4 Jahren nicht oder 5. Ja, ich finde, so Staffel 4 war die letzte, wo ich wirklich das Gefühl hatte, oh ja, yeah, this is the good shit. Und danach ist das alles ja so ein bisschen, ne, immer so Stück für Stück bisschen einfacher geworden und oder ein bisschen verwirrter teilweise. Und das ist aber, also ich kann damit leben. Ich finde das nicht so tragisch wie die ganzen Leute, die jetzt, also keine Ahnung, wenn du irgendwie auf Reddit bist, kommt so alle 2 Tage so ein Post. Und diese Storyline haben sie total vergessen und so weiter. Und solche Leute, die sich so ganz groß aufführen, als hätten sie es besser machen können. Und ja, das habe ich ja auch schon drüber geredet. Das passt mir irgendwie so gar nicht. Aber wie gesagt, also so ein bisschen kann ich es jetzt auch verstehen, weil Game of Thrones war mal so gut, wie Westworld jetzt gerade ist. Und naja, wäre halt schön, wenn es auch so auf so einem hohen Level zu Ende gegangen wäre. Aber naja, man kriegt nicht immer alles, was man will, Leute. Das ist nur so. Und ja, jetzt bin ich irgendwie 2 Folgen in der zweiten Staffel von Westworld drin. Und bis jetzt finde ich es absolut großartig. Ich freue mich richtig darauf, das nachher weiterzugucken. Und ja, also, naja, ich meine, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer Game of Thrones ist vorbei. Wir müssen uns alle damit abfinden, dass wir jetzt in einer Post-Game of Thrones-Welt leben. Ich freue mich darauf, die Bücher zu lesen, wenn die denn dann irgendwann vielleicht doch noch kommen. Weil das sicherlich eine detailliertere und ein bisschen zufriedenstellendere, interessantere Version der Geschichte sein wird, aber mit der Serie bin ich so sehr zufrieden. Und ich möchte jetzt das noch einmal nutzen, um all den Leuten zu sagen, die sich so respektlos aufführen, dass sie alle Arschlöcher sind. Nein, also ist es ja wirklich so, wenn irgendwie so Kit Harington sich da hinstellen muss und den Leuten sagen soll, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie respektlos das ist, was ihr hier gerade abzieht? Und ja, das Gefühl habe ich auch. Also, ich kann mich auch noch erinnern, früher hat man haben die im Internet von den Showrunnern mal als Benioff und Weiss geredet. Und jetzt ist das immer D&D. Und ich so, das alleine fühlt sich schon respektlos an für mich. So, sorry, Leute. Also, ne, irgendwie, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Spitzname, der nur reingebracht wurde, um die irgendwie, um es irgendwie schneller zu machen, sich über die zu beschweren. Und dann denke ich so, nee, muss nicht sein. Na gut, okay, ich bin mal gespannt, was du über das Finale gedacht hast. Ja, wir hören uns.